Büchern, Reden skizziert Robert einen starken Europabezug, etwa im europäischen Landboten oder Heimat ist die schönste Utopie, reden wir über Europa. Bekannt auch für sein jüngstes Werk Die Hauptstadt, wo auch Europa eine große Rolle spielt. Du hast außerdem mit Ulrike Gero das European Balcony Project gegründet und am 10. November 2018 die Europäische Republik ausgerufen. Laut dem Manifest ist das Europa der Nationalstaaten gescheitert und habe die Europäische Republik das Ziel, ich zitiere das mal ganz kurz aus einem Manifest, das universale Erbe der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte anzunehmen und sie endlich auf diesem Kontinent auch zu verwirklichen. Die Europäische Republik ist der erste Schritt zu einer globalen Demokratie. Über genau das wollen wir dann im Anschluss noch ein bisschen mit dir diskutieren. Werner auf meiner anderen Seite ist im Raum natürlich bekannt, studierter Volkswirt, langjähriger Nationalratsabgeordneter, seit einem Jahr, oder? Bundessprecher, plus minus. Und jetzt eben Spitzenkandidat für die Wahl zum Europäischen Parlament. Wir steigen ein mit einer kurzen Skizze. Wir haben diese schöne Klammer aufgemacht im Titel der Veranstaltung Vision und Wirklichkeit. Robert hat in vielen Projekten und Schriften eine Vision für Europa skizziert, über die wir uns heute Abend ein bisschen unterhalten wollen. Nicht zuletzt auch, weil sich Teile davon durchaus auch im Wahlprogramm der Grünen widerschlagen und wir das ein bisschen auseinandernehmen wollen. Robert, ich würde dich bitten, kurz einzusteigen. Die Europäische Republik, was ist das genau, was kann die genau und warum ist es wert, dafür zu kämpfen? Gut, ein Impuls. Ist mir vorher nicht gesagt worden, aber ich mag es gern. Ich habe mich eh schon gewundert, wenn ich daherkomme, worüber wir diskutieren werden, weil ich glaube nicht, dass wir sehr große Auffassungs- oder Meinungsunterschiede haben werden in grundsätzlichen europapolitischen Fragen. Aber lassen Sie mich ein paar Gedanken erstens einmal zum europäischen Einigungsprojekt sagen, als Grundlage für die Diskussion. Und dann zweitens zur gegenwärtigen Situation im Hinblick auf die Wahlbewegung für die Wahl zum Europäischen Parlament. Realität und Vision. Es hat eine eigentümliche Bewandtnis mit der öffentlichen Auseinandersetzung mit der Europäischen Union. Und zwar erweist sie sich immer dann, wenn man Menschen fragt, was war eigentlich die Idee des europäischen Projekts. Die meisten wissen das nicht, haben es nie erfahren oder vergessen, weiß ich nicht. Am ehesten bekommt man noch die Antwort Friedensprojekt. Dann wenn man nachfragt, wie stehst du zur Europäischen Union, wie stehst du zum europäischen Einigungsprojekt, ja, dann kommt in der Regel massive Kritik daran, am Status quo. Und wenn man dann fragt, worauf soll das Ganze hinauslaufen, was stellst du dir vor, wie soll sich Europa weiterentwickeln und wie soll Europa, sagen wir, in 20 oder 30 Jahren ausschauen, dann kriegt man in der Regel die Antwort, weiß ich nicht. Und das zeigt das ganze Dilemma des öffentlichen und des gesellschaftlichen Diskurses, auch des politischen Diskurses im Hinblick auf die EU. Die Grundidee ist vergessen oder wird nicht mehr explizit ausgesprochen. Der Status quo ist extrem kritikwürdig, ist extrem problematisch, wird aber von europapolitischen Eliten in der Regel schön geredet, weswegen sie das Vertrauen der Wähler verlieren, klarerweise. Und drittens gibt es keine Vision mehr, keine Idee, wohin das Ganze hinauslaufen soll. Und das ist eigentlich fast das größte Problem mittlerweile, weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, kann ich keinen Schritt machen. Und das ist auch der Grund für den gegenwärtigen Stillstand der europäischen Entwicklung, weil man sich überhaupt nicht darauf, weil erstens einmal niemand genau eine Vision anbietet und wenn notwendige Schritte doch ein bisschen diskutiert werden, darüber keine Einigkeit besteht, weil es keine Einigkeit im Hinblick auf das Ziel gibt. Gut, ganz schnell zu Punkt 1, die Idee. Die Gründergeneration des europäischen Einigungswerks haben in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. Die Älteren damals haben nicht nur die beiden Kriege, den zweiten 30-jährigen Krieg von 1914 bis 1945 erlebt, sondern die Älteren haben sogar noch erlebt den Deutsch-Französischen Krieg 1871. Also die haben drei brutale, massive Kriege erlebt, dann Zwischenkriegszeit, Bürgerkriege, autoritäre Systeme, die größten Menschheitsverbrechen in der Geschichte der Menschheit bis hin zu Auschwitz. Und dann kam das berühmte nie wieder, das soll nie wieder geschehen dürfen. Und jetzt kommt etwas, was in der Regel heute politische Eliten den Wählern nicht mehr sagen. Die Idee war nämlich, dass man, wenn man nachhaltig Frieden auf diesem Kontinent schaffen möchte, es ganz anders machen muss, als es bisher versucht wurde. Das heißt, keine Friedensverträge, die nützen nichts. Wir hatten Friedensverträge, es gab trotzdem Krieg. Keine Bündnisse zwischen Nationen, keine Allianzen zwischen Nationen, keine Blockbildungen von Nationen. Das alles gab es und trotzdem sind die Nationen übereinander hergefallen. Und das war die tiefe Erfahrung dieser Generation. Die haben gesagt, wir müssen es anders machen. Und zwar müssen wir den Aggressor überwinden und der Aggressor ist der Nationalismus. Das europäische Einigungsprojekt ist von der Idee her, von Beginn an, ein Projekt zur Überwindung des Nationalismus. Und deswegen ist jede nationalistische Position heute in der politischen Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der Europäischen Union ein vollkommener Unsinn. Was haben die gesagt? Wie machen wir das? Also keine Friedensverträge, keine Bündnisse. Wir machen Folgendes. Wir versuchen, die Ökonomien der Staaten, die teilnehmen, so zu verflechten, dass keiner mehr aus nationalem Eigensinn etwas gegen andere unternehmen kann, sei es aus Gründen der Sicherung von Märkten, Rohstoffen, politischen Einflusssphären, was auch immer, also die klassischen nationalen Interessen. Wir müssen die Ökonomien so miteinander verflechten, dass keiner mehr etwas gegen einen anderen unternehmen kann, ohne sich dabei selbst zu schaden. Und deswegen hat Jean Monnet auch sinngemäß zusammengefasst gesagt, wir beginnen mit erzwungener Solidarität. So, das war die Idee. Und dann hat es in kleinen Schritten, hat sich das doppelt verbreitert, im Hinblick auf den Souveränitätstransfer der teilnehmenden Nationen zu den supranationalen Institutionen, zu den europäischen Behörden. Und es hat sich verbreitert dadurch, dass immer mehr Staaten Mitglied geworden sind und teilgenommen haben. So. Dann ist Folgendes passiert. Die Mitgliedstaaten haben eine neue Generation von politischen Eliten nach der Gründergeneration hat geglaubt, europäische Gemeinschaft, europäische Wirtschaftsgemeinschaft, europäische Gemeinschaft, europäische Union ist ein Club, wo die Vertreter von Nationalstaaten hingehen können, sich Förderungen abholen können, sich Unterstützung für Infrastruktur, für den Ausbau der Grundlagen des nationalen Wohlstands besorgen können und sonst alles andere blockieren, was nicht in eigenem Interesse ist. Dieser Widerspruch zwischen der nachnationalen Entwicklung, die stattgefunden hat über 60 Jahre, in vielen kleinen Schritten und die überraschend weit geführt hat, ja, der Widerspruch zwischen dieser nachnationalen Entwicklung und der Renationalisierung oder der Blockaden durch die Nationalstaaten, ja, dieser Grundwiderspruch ist alles, was wir heute Krise nennen. Jede der multiplen kleinen und großen Krisen, die wir heute in der EU haben, geht auf diesen Widerspruch zurück. Und diese Blockade hat zu einem Stillstand und zu einem bloßen Ausbalancieren der Krise geführt und zu keiner Weiterentwicklung mehr und daher auch zu einer immer größeren Unzufriedenheit der europäischen Populationen. Und verschärft wurde es dadurch, dass die jetzt in politischer Verantwortung Stehenden auch nicht mehr sagen können, wohin das führen soll, wohin das hinauslaufen soll. Gut. Das heißt, wir müssen wieder eine Vision anbieten und die Vision kann nur lauten, in Rückbesinnung auf die Idee Überwindung des Nationalismus,
in ferner Zukunft Überwindung der Nationalstaaten, Herstellung einer europäischen Republik, das heißt Gleichheit aller europäischen Bürger vor dem Recht. Und gleichzeitig muss man daran erinnern, dass eine Entwicklung objektiv global eingesetzt hat, die die Gründergenerationen noch gar nicht im Auge haben konnte, weil es ja damals um den Rückblick auf die erlittene Geschichte ging und auf die Lehre, die daraus gezogen wurde. Aber mittlerweile hat sich herausgestellt, dass was damals beschlossen wurde, auch das beste Rezept ist im Hinblick auf die großen Herausforderungen der Zukunft, nämlich auf die Herausforderungen, vor die uns die Globalisierung stellt. Globalisierung bedeutet ja nichts anderes als Zertrümmerung aller nationalen Grenzen, Zertrümmerung aller nationaler Souveränität. Und da hätte die Europäische Union mit 60 Jahren nach nationaler Entwicklung die beste Expertise, wenn man sie ließe. Und davon müssen wir unsere Vision ableiten. Jetzt lassen Sie mich ganz kurz auf die aktuelle Situation hier im Hinblick auf den Wahlkampf eingehen. Ich habe nicht vorgehabt, etwas über die FPÖ zu sagen, wissen wir eh alle, dass sie am höflichsten formuliert Nationalisten sind, also Menschen, die aus der Geschichte nichts gelernt haben. Aber man muss heute gar nicht mehr über die FPÖ reden, es genügt über Sebastian Kurz zu reden, da hat man gleich alle Thesen der FPÖ also mitkritisiert. Es ist, also wenn wir uns jetzt anschauen, was steht zur Wahl? Schauen wir uns einmal die sogenannten staatstragenden Parteien der Mitte an. Da kommen wir drauf, wir brauchen gar keinen rechten Rand, wir brauchen keine Rechtsextremen, wir brauchen keine Rechtspopulisten, weil der Nationalismus, der Populismus und der Nationalismus mittlerweile aus der politischen Mitte selbst kommt. Ja, es sind die sogenannten Parteien der Mitte, es sind die großen staatstragenden Parteien, die einfach in der Nationalismusfalle sitzen, wie die Sozialdemokraten, die das nicht unbedingt wollen, aber hineingetaumelt sind. Und zwar aus dem einfachen Grund, sie glauben zum Beispiel, dass sie den Wählern versprechen müssen, den Schutz des nationalen Arbeitsmarktes. Es könnte ein ungarischer Maurer ins Burgenland kommen, ja, da gehören die österreichischen Maurer geschützt, Schutz des nationalen Arbeitsmarktes. Das haben wir schon in der Nationalismusfalle. Oder der Kampf gegen das Lohndumping. Ja. Wir haben in Europa die Freizügigkeit, also die Niederlassungsfreiheit und Freizügigkeit, jeder kann überall sich niederlassen und arbeiten. Ja. Wenn man das selbst kann zu seinem eigenen Vorteil, ist es gut. Wenn man es nicht will, aber plötzlich merkt, dass von wer anderer wer kommt, dann will man es plötzlich nicht. Und dann argumentiert man, ja, die kommen, die sind billiger, die machen dann bei uns Lohndumping. Wir müssen das vermeiden durch den Schutz der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die genuine Aufgabe der Sozialdemokratie wäre, europaweit gegen Lohndumping zu kämpfen und nicht national. Weil so, was ist passiert, sitzen sie schon in der Nationalismusfalle. Ja? Gut, das ist ein Problem der Sozialdemokraten, es ist schwer ihnen das zu erklären, das sind traditionelle Positionen, die sie haben. Gehen wir zur alten, traditionellen Europapartei ÖVP. Der österreichische ÖVP-Kanzler hat es vorgestern wieder gesagt, er möchte Europa dadurch verbessern, indem er es zerstört. Er ist total proeuropäisch und das beweist er dadurch, dass er mit seinem Sitz und seiner Stimme in der Europäischen Kommission alles blockiert, was er nun blockieren kann. Durch die Blockade wird Europa besser, durch die Zerstörung der europäischen Entwicklung wird Europa eleganter. Er sagt zum Beispiel, und das muss ich etwas auch über die österreichischen Medien in Klammer einfügen, er sagt zum Beispiel, wir müssen wieder Souveränitätsrechte von Brüssel zurückholen nach Österreich. Wir wollen Herr im eigenen Haus sein, wir wollen Souveränitätsrechte, die wir abgegeben haben, zurückholen. Das sagt er jetzt schon seit einiger Zeit. Bis heute warte ich vergeblich, dass ein Journalist, wenn er das in einem Mikrofon sagt,
das Mikrofon wieder an seinen eigenen Mund führt und sagt, Herr Bundeskanzler, können Sie uns bitte genau sagen, welche Souveränitätsrechte Sie nach Österreich zurückholen wollen? Das würde mich interessieren. Mir fällt keines ein, dass er seriös zurückholt. Was möchte er zurückholen? Welche Souveränitätsrechte hat Österreich abgegeben, die wir dringend zurückhaben wollen? Was immer bereits sozusagen im politischen, in den politischen Möglichkeiten der Europäischen Union sich befindet, sind lauter politische Bereiche, in denen es notwendig ist, wirklich Gemeinschaftslösungen zu finden, weil die Herausforderungen, vor denen wir stehen, national ja nicht mehr bewältigt werden können. Wir haben weder die Finanzströme machen an den österreichischen Grenzen halt, die Wertschöpfungskette ist nicht innerhalb der österreichischen Grenzen machbar. Die ökologischen Probleme, Klimawärmung, das schauen wir an, wie der Herr Kurz sagt, na, die Erderwärmung, die lassen wir nicht rein, weil da haben wir ja die Souveränitätsrechte zurückgeholt und da haben wir die Grenzen zugemacht. Ja. Der Kickl hat dafür gesorgt, die kommen nicht rein. Was soll es sein, was er zurückholen will? Das ist Gequatsche. Das ist Gequatsche, mit dem er Menschen in Bierzelten zu Jubelstürmen veranlassen kann. Aber das ist keine seriöse politische Ansage. Dann hat er gesagt, es müssen 1000 Richtlinien müssen annulliert werden. Die Europäische Kommission hat viel zu viel reguliert. Wenn er mal wenigstens 15, er hat gesagt 1000. Ich wäre schon zufrieden, wenn er mal 15 nennen könnte. Und alle 1000, die er vielleicht auf einer geheimen Liste hat, hat er mitbeschlossen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der ist ja nicht erst seit kurzem in der Politik, der war ja schon jahrelang Außenminister und Integrationsminister, war ja schon im Ministerrat in Brüssel mit Sitz und Stimme. Jetzt ist er im Rat des Staats- und Regierungschefs. Es kann in Brüssel überhaupt nichts beschlossen werden, wo nicht alle zustimmen. Auch der Herr Kurz hat zugestimmt. Der Herr Kurz will sich es selbst abschaffen und durch die Zerstörung Europas besser machen. Müssen wir das weiter diskutieren? Nein. Das heißt, wir haben dann noch die NEOS, wenn ich ganz kurz auf die NEOS eingehen kann. Werner, du hast ja nichts mehr zu ergänzen. Nein, bitte. Ich bin begeistert. Wenn ich ganz kurz auf die NEOS eingehen kann, dann sage ich Ihnen, wie sehr sympathisch und proeuropäisch Sie auftreten. Ich weiß nicht, ob es in wirtschaftspolitischen Fragen jetzt sehr neosaffin werden könnte auf meine alten Tage, aber dass Sie dezidiert proeuropäisch auftreten, verdient einmal einen kleinen Voraussympathiewert. Das Lustige ist nur, die Frau Gammon tingelt durch Österreich und redet ununterbrochen von den Vereinigten Staaten von Amerika. Die hat ihr eigenes Parteiprogramm nicht gelesen. Im Parteiprogramm der NEOS steht Republik Europa und sie erzählt immer die Geschichte, wir müssen uns entwickeln hin zu Vereinigten Staaten von Europa. Das ist ein vollkommener Unsinn, ich werde Ihnen ganz kurz erklären, warum. Erstens einmal grundsätzlich will kein Mensch in Europa nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika. So fängt es einmal an. Das Zweite ist, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte und der Entwicklung Europas und der Entwicklung der Welt beschäftigt hat, dann weiß man, die USA sind das alte europäische Projekt. Was ist da passiert? Europäer sind hin, haben mit Gewalt Territorium genommen, haben sich in einem blutigen Bürgerkrieg geeint und dann eine Nation gebildet, die bereit ist, die Interessen der nationalen Eliten auch militärisch zu verteidigen. Die EU ist das neue europäische Projekt, das heißt in jedem Punkt das Gegenteil. Ja? Keine gewaltsame Entnahme von Territorium, sondern Beitritt zur Union, also freiwilligen Beitritt auf der Basis von Verträgen, auf der Basis der Menschenrechte. Die Idee der Europäischen Union ist auch nicht, die Einigung herzustellen durch militärische oder bürgerkriegsähnliche Geschichten wie in den USA, sondern durch Kompromissbildungen zwischen den teilnehmenden Staaten, durch Transfer der Souveränität an die supranationalen Institutionen auf friedlichem Wege. Und das Dritte ist, nicht dann am Ende die Bildung einer Supernation, einer Supermacht, sondern die Überwindung des Nationalismus, wieder das genaue Gegenteil, ja, die Überwindung des Nationalismus
und als Friedensunion, das heißt ohne Interesse daran, allfällige europäische Interessen auf der Welt militärisch zu verteidigen oder durchzusetzen. In jedem Punkt das Gegenteil. Deswegen ist dieses Gequatsche von den Vereinigten Staaten von Europa wirklich schädlich. Das führt in der Fantasie der Menschen vollkommen in die Irre. Und vor allem, es erinnere ich Sie daran, dass wir in einem Kleinstaat leben, kommt noch was dazu, weswegen Vereinigte Staaten von Europa ein absoluter Unsinn darstellt. Vereinigte Staaten von Europa würden als Verwaltungseinheiten die jetzigen Staaten in ihren jetzigen politischen Grenzen beibehalten. Das bedeutet, dass damit fest einzementiert ist die Tatsache, dass es auf diesem Kontinent große, ökonomisch starke, politisch einflussreiche Staaten gibt und kleine, die eben dann keinen Einfluss haben, weniger Gewicht im ganzen Gefüge und so weiter. Ein Bürger eines Kleinstaats kann kein Interesse daran haben, dass ein deutscher Finanzminister bestimmt, wie viel Lohn griechische Lehrer bekommen, zum Beispiel. Aber umgekehrt, ein griechischer Finanzminister nicht bestimmen kann, wie viel Lohn ein deutscher Lehrer bekommt. Also was ja auch nebenbei extrem unsinnig wäre. Das heißt, dieses Ungleichgewicht, damit auch die Ungleichheit im Hinblick auf die Lebenschancen der europäischen Bürgerinnen und Bürger wäre durch Vereinigte Staaten von Europa also einzementiert statt aufgehoben. Das Ziel und die Perspektive muss doch sein, dass wir die europäischen Bürgerinnen und Bürger, dass wir ein System entwickeln, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger in einem gemeinsamen Rechtsrahmen Chancengleichheit haben. Und das ist nicht gegeben, wenn einer zum Beispiel in Deutschland, in Berlin zur Welt kommt und der andere auf einer halben kleinen Insel wie Zypern. Ja, das ist einfach so. Gleichheit vor dem Recht, das ist die Idee der Europäischen Republik. Das heißt, die Überwindung der gegenwärtigen Ungleichheit im Hinblick auf das Ungleichgewicht der Mitgliedstaaten und die ungleiche Chancenverteilung der europäischen Bürgerinnen und Bürger. Wir haben, je nachdem, wo wir in Europa leben, verschieden guten Zugang zu Bildungsinstitutionen, verschieden gute soziale Absicherung, verschieden gute Altersabsicherung. Wir zahlen verschieden hohe Steuern, so kann man das durchdeklinieren. Das widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz und widerspricht daher dem Begriff Bürger. Wir nennen uns europäische Bürger, sind es noch nicht. Noch nicht. Der Weg dorthin wird es der Werner Kogler erklären, den ich da auf diesem Weg tatkräftig unterstützen möchte. Werner, der Robert hat dir schon eine Frage mit auf den Weg gegeben. Lass mich eine zusätzliche stellen, weil du ja für das Europäische Parlament kandidierst. Robert hat schon angesprochen, ein Demokratiedefizit, das es in der Europäischen Union gibt, das ist ein äußerst schwaches Parlament. Es hat keine Budgetkompetenz, es hat keine Initiativantragskompetenz. Gleichzeitig ist es ein durchaus lebhaftes Parlament, was wir nicht zuletzt, Stichwort Uploadfilter, in den letzten Debatten im Europaparlament mitbekommen haben. Eine persönliche Frage gebe ich dir mit auf den Weg. Was motiviert dich, für dieses Parlament zu kandidieren? Was wirst du dort anschieben, angehen? Und vor allem, wie kommen wir hin zur Republik Europa? Ja, das waren jetzt schon mal drei Fragen. Aber zunächst vielen Dank für die, erstens für die an die Veranstalter, für dieses hier, zweitens für euer Interesse und selber für mir durchaus ebenfalls geehrt, da mit euch sitzen zu können. Ich finde es schon spannend, dass in einem Wahlkampf sowas auch Platz hat. Ja, es greift sogar Platz. Möglicherweise befeuert auch freiwillig, unfreiwillig, wir sind im Wahlkampf durch die NEOS das ganze Thema, weil die halt auch eine Plakette und eine Überschrift zustande gebracht hatten. Und dann reden halt viele über die Vereinigten Staaten und immer mehr wird klar, auch in den öffentlichen Diskussionen, glaube ich, dass Republik doch was anderes ist, da kann ich nur anschließen, möglicherweise ganz was anderes, auch wenn in den Verfasstheitsfragen manche Überschneidungen wieder auftauchen. Ja? Aber das macht dann einen hübschen Unterschied und da wäre dann schon hinkommen. Aber eben auch
Was mich motiviert, erste oder letzte Frage zuerst, ist, ja, sind zwei Dinge. Ja, ich bin tatsächlich ein leidenschaftlicher Parlamentarier und da werden wir einiges vertreten können in der Vision, beispielsweise die Republik. Aber in der kürzeren Frist, ich will das Spielfeld jetzt aber nicht dorthin verschleppen, glaube ich, geht schon immer stärker um zwei ganz große Fragen, wo die Grünen sich ja dann sozusagen wieder formiert hatten. Halbwegs hoffe ich doch, um die mindestens zwei große oder letztlich drei große Lebens- und Überlebensfragen, apropos Überleben, ja, die ökologische Frage, die aber niemals für sich allein stehen kann. Ja, und das war uns ganz wichtig und bei den ersten Zukunftskongressen schon und im Übrigen auch, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber dank Unterstützung, Beratung, ich habe sehr profitiert davon, auch von Barbara Blaha, wie wir das alles angehen müssen und ich bin wirklich davon überzeugt, die Grünen sollten sein und ein verlängerter Arm, wenn es um die Parlamente geht, eine Bewegung, ein Bündnispartner für alle, die da hinarbeiten. Bündnisse werden immer wichtiger, glaube ich, für Ökologie und Gerechtigkeit. Und das leitet irrsinnig viel ab, wenn man das zu Ende denkt, nämlich das Hinterfragen und neue, wenn schon keine Revolution, das ist wieder ein anderes Thema, das wäre spannend mit dem Robert, aber sind doch einen doch durchaus radikalen Umbau des Wirtschaftssystems und was ist radikal und real? Wenn du radikalere Visionen hast, das sind nicht nur die Verfasstheitsfragen von Europa, sondern was ich immer sage, naja, es muss ja um was gehen. Wir können nicht am Schluss nur den Hymnus singen, und uns auf diese Art vereinen und am Schluss sozusagen die Nationalstaaten wechseln, da habe ich alle Sympathien dafür, damit das dann dort und dort aufgeht, aber das muss ja auch einer inhaltlichen Orientierung folgen, weil nämlich die letzte Verfassung, das ist ein bisschen ein Wermutstropfen von dieser Lissabon-Hütte, doch ein paar Implikationen hat, die habe ich nie ganz übersehen in der Debatte, wo die Verfassung eben nicht nur neutral definiert wurde, sondern ein paar so neoliberale, wenn man es jetzt polemisch sagen würde, mindestens aber liberalpolitische Einsprengseln hat. Ja? Und das trickelt aber nach unten. Daran laborieren wir ja auch in dem, was wir tun. Also es geht auch um die Inhalte, damit das vorweg ist, Ökologie und Gerechtigkeit. Und was ziemlich in den Hintergrund getreten ist in letzter Zeit, ist die Frage von, was man heute immer Sicherheit, Verteidigung oder so nennt, wo man ja gut anknüpfen könnte an Vergangenem, was dafür ein großes Werk geschaffen wurde in der Herstellung des inneren Friedens. Das ist einer der größten, wenn vorher die größten Verbrechen waren, ist, wenn wir vor wenigen Tagen Europatag hatten, der 9. Mai 1950, ja, ist sowas wie ein geistiges, wie soll ich sagen, ein kulturelles, trifft es immer noch nicht, aber im besten Sinn des Wortes ein politisches Wunder und Weltwunder, dass Schumann sich hinstellt und sagt, jetzt gehen wir das an, genau in diesem Sinn, das waren ja offensichtlich die Gedanken an diese Friedensfrage, wird, finde ich, auch immer wichtiger, die ist aber auch noch lange nicht durchdekliniert. Da geht es auch um den Kontinent selber, also ich bin dort aus diesem Grund zwingend und dringend für die Erweiterung, in diesem Sinn, wie gesagt, was die Westbalkanstaaten betrifft. Hätten wir das damals schon gehabt und so weiter und so fort, wären es möglicherweise Srebrenica nicht passiert. Das ist ja immer noch eine Horrorvorstellung für mich, dass das 1995, 40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs genauso noch passieren konnte. Und das sind also sozusagen die inhaltlichen Ausrichtungen, um die es auch geht, das treibt mich an. Muss man wohl schon diskutieren, weil die Verfasstheitsfragen ja auch sehr viele Implikationen haben. Und es treibt mich natürlich an, dass ich schon, gerade nach dem Rausfliegen aus dem Nationalrat, benennen wir es so, erst wieder ein bisschen draufgekommen bin, wie wichtig für mich die grüne Idee und die Vision, die aber mal zu explizieren war wieder, ja, die ein bisschen quasi ein komischer Widerspruch, ein bisschen verschüttet war hinter Hochglanz. So war es ja bei uns auch, ja? So erfolgreich wir waren, haben wir doch am eigenen Erfolg gelitten, am Schluss jedenfalls. Und insofern sind es Motive und auch Wahlmotive hoffentlich. Und es ist ja zumindest so, dass man zumindest einmal daran glauben kann, dass das wichtig ist, was die wirklichen Grünen sozusagen vertreten. So, die andere Frage am Weg dorthin, naja,
das wird noch das Spannendste, finde ich. Einfacher ist zu beantworten, was macht denn die Republik aus, jetzt in sozusagen in einem greifbaren Zeitraum. Und da glaube ich ist schon, und da kann ich anschließen, zuerst die Identifikationsfiguren, der Souverän, der aus Individuen besteht, ganz wichtig, auch nicht nur das Kollektiv alleine oder so, das würde uns möglicherweise von der Sowjetunion unterscheiden in der Idee, die Gemeinschaft der Individuen ist es. Und das sind aber die Bürgerinnen und Bürger. Und es sind eben nicht die Staaten. Und das macht einen riesen Unterschied. Ich versuche das dann mit der Frau Gamont tatsächlich zu diskutieren. Ganz ist sie sozusagen nicht eingestiegen noch auf das, woran das immer liegen mag, obwohl genau im Programm das so ist. Und um den Neos Ehre zu tun, die in diesem einen Punkt wenigstens wären wir dann auch noch einer Meinung, da komme ich zum Pragmatischen, ich halte das auch für möglich. Wir müssen ja, wir haben ja auch sozusagen den Schritt dorthin, die Wirklichkeit, ich halte das für wirklich realisierbar, dass das Parlament ein wirkliches Parlament wird. Ja? Und das hat auch viel mit diesen Bürgerinnen und Bürgern zu tun. Wenn in der repräsentativen Demokratie, die jetzt natürlich wieder herkommt, aber jetzt aber auf europäischem Boden, Kraft Identifikationsfigur und Souveränität der europäischen Bürgerinnen und Bürger, die wählen ein Parlament, das ist dann aber ihr Parlament. Und das ist genau zuständig für diese Dinge, und da kann man dann auch drüber streiten, was das alles ist, ja? Wenn man jetzt den Schnitzel und Pommes Amoklauf des Kanzlers anschaut, also das ist, so dumm. Da halte ich mich lieber zurück, weil sonst immun bin ich gerade nicht. Und insofern ist für mich das, was dann die Republik ausmacht in der Kompetenzzuschreibung, und das sollte man schon im Auge haben, weil wir müssen ja möglichst viele Leute mitnehmen, damit wir keine Revolution machen müssen, damit sie die nicht zu viel vorher schon fürchten, für diese europäischen Angelegenheiten, ja, das sind es satt und viele in Wahrheit, apropos Pommes, das sind dann viele, immer noch, mehr als jetzt, viel werden wir nicht wegnehmen müssen, kennt man sie im Detail anschauen, aber in den wichtigen Fragen. Und das ist dann republikanisch verfasst. Und da wird es vielleicht, da bin ich gar nicht so ein Freund davon, aber wenn man das jetzt überträgt, vielleicht sogar ein paar direktdemokratische Instrumente geben, wo es auch Volksabstimmungen geben könnte in Europa. Aber die brauchen natürlich hohe Quoren. Du brauchst mehrfache Mehrheiten auf einmal, die Mehrheit der Bürgerinnen, die Mehrheit dessen, was dann Region oder Mitgliedstaat ist, Nationalstaat so gehen hat, keine Sorge, wie wir halt schrittweise vorankommen. Aber damit kann man auch arbeiten, denke ich immer, um eine Spur haptisch zu sein, dass sich die Leute, weil die müssen wir ja mitnehmen, was vorstellen können, wie diese Schritte zu so einer Republik ausschauen. Aber zentral wäre wirklich, und das trifft sich ja, dass gerade Parlamentswahlen sind, zentral wäre wirklich ein europäisches Parlament, das in echt eines ist. Das betrifft ja nicht nur die vollwertige und vollständige Gesetzgebung, also Initiative und auch Abstimmung etc. Das betrifft ja auch die Kontrolle der Regierung, das ist dann logischerweise das, was die Kommission ablöst, das wird gar nicht so viel anders sein. Und das ist auch die Budgethoheit, das ist ökonomisch sehr interessant, weil wir dann nämlich diese ganze Spekulationswellen gegen einzelne Länder im Euroraum, es kann ja der Euro Gott sei Dank schwer angegriffen werden, da haben wir auch das Problem mit dem Euro ökonomisch, aber das liegt ja nicht an seiner Grundverfasstheit, sondern an der Währungspolitik, die gemacht wird. Aber wenn wir dann noch die Budgethoheit dazu hätten, na, das ist dann schon was. Ja, und ein höheres Budget, und umso weniger wird das Budget in den Mitgliedstaaten, völlig logisch. Das sind die zentralen Elemente, und das heute wirklich jetzt nicht mehr für reine Utopie. Damit ziehen wir ja auch in die Wahl. Ich weiß, dafür wird es vorher gesagt, mit Klimawahl, ihr kennt das schon wahrscheinlich, und Sozialunion und Gerechtigkeitsstandards, ich weiß, dass wir das in die nächsten 5 Jahre nicht am Boden bringen werden. Aber wir sollten es anstoßen. Ja. Wir sollten es jetzt anstoßen. Und so eine Wahlauseinandersetzung ist ja immer auch gut und richtig, um über Visionen zu reden. Und es ist genauso, wenn du keine Vision hast, weißt du nicht einmal, wo du dich hinbewegen sollst, als Zielpunkt. Ja. Und da ist es ja relativ dünn bei den Mittelparteien, die jetzt eher tendenziell nach rechts gehen und die anderen wollen was anderes. Und deshalb finde ich diese Offensive, damit höre ich jetzt, glaube ich, vorläufig einmal auf und dann reden wir noch über die Schritte von mir aus dorthin, weil das wurde ich ja auch gefragt, aber das bauen wir irgendwo anders sein, das ist dann deines. Nämlich, ich glaube ja, für das, was hier jetzt abgeht, ja, die Europa sozusagen, alles, was jetzt
dieses Einigungswerk bis hierher, ja, das kann ich eh lang nicht so gut beschreiben wie der Robert, ausmacht auch Freiheiten mittlerweile. Also frei, es ist nicht einmal übertrieben, wenn man sagt Freiheit. Und wenn der Nationalismus scharfgestellt ist und durchknallt, ist sogar der Friede in Gefahr. Wenn Deutschland den Deutschen, Franzosen den Franzosen, dann schaue ich mir an, wie die AfD und diese Nachfolgeorganisation des Front National dadurch, wie sich das anfühlt, ja, wenn man die nur lang nur allein lässt. Ja. Mit noch vielleicht ein paar Rüstungsproduzenten. So war es ja. Wer sagt denn, dass das nicht nochmal kommt? Ich bin erst drauf gekommen, dass wir eigentlich in einem kleinen Ausschnitt der Geschichte leben, wo das Nicht-Selbstverständliche als selbstverständlich empfunden wurde. Gar nichts ist selbstverständlich, offenkundig. Freiheit, Demokratie, Menschenwürde, ja sogar die Würde. Von den Menschenrechten reden wir ja gar nicht. Die sind ja schon offen, die werden ja schon offen gegrillt, gefilt, ja, gebrutzelt. Ja. So ist, so weit ist es, ich hätte das vor 4, 5 Jahren nicht für möglich gehalten. Und dies wird nicht nur so hingestellt und hinterfragt, das wird offen angegriffen. Und weil das so ist, finde ich, ist diese Vision möglicherweise einer der wenigen tragfähigen Vehikel, um gegenüber den Fluchtpunkt von denen einen Zielpunkt gegenüberzustellen, also um dort fortzusetzen. Und das ist es, glaube ich, auch. Und dazu muss man die Union verbessern wollen, weil einerseits bei dieser Europaliebe und bei Heimat Europa, von denen ich mittlerweile ungeniert auch rede, wir sollten uns die ganzen Begriffe nicht fladern lassen. Das sind wir eh in deiner Branche, so auch was du selber geschrieben hast. Ja? Na, da muss man raufen drum, raufen. Das kann man nicht alles diesen alten nationalen und neuen Rechtsextremen überlassen. Und weil wir Europa lieben, von mir aus, in diesem Sinne die Werte Europas als Heimat begreifen, es ist nicht nur, habe ich nämlich meinen Trachtenanzug aus der Erstkommunion, auch diese Werte sind Heimat. Und weil wir diese Heimat lieben, schützen, verteidigen wir sie vor diesen Angriffen. Und das kannst du umso besser, wenn du wohin willst. Das mit den Menschenrechten. Ich möchte was ergänzen. Ich möchte was dazu ergänzen. Das ist sehr wichtig, um Ihnen auch zu zeigen, was wir eigentlich an Europa haben und was wir bereits erreicht haben, auch wenn es wirklich wie im Modus multipler Krisen leben. Aber eines ist bemerkenswert und ich glaube, das wissen noch immer viel zu wenig Menschen. Die Europäische Union ist das erste politische Projekt in der Geschichte der Menschheit, das die Menschenrechtserklärung zur Verfassungsgrundlage gemacht hat. Nach dem Schock von Weltkriege, Auschwitz und so weiter, war es in der UNO 47 möglich, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu verabschieden. Das war damals so ein Window of Opportunity, wie man sagt. Also da hat man gesagt, okay, da findet man es der Mehrheit, weil das sieht jeder ein, nie wieder Auschwitz. Ja? Also die brutalste Vernichtung der Menschenwürde. Aber die UNO-Menschenrechtserklärung war trotzdem nur eine Empfehlung. Und die Hälfte der UNO-Mitgliedstaaten hat sie nie unterschrieben. Unter anderem auch nicht die USA, die Hüter der Demokratie und der Freiheit. Mit dem Lissabon-Vertrag wurde aber in Europa die Europäische Menschenrechtscharta zur Verfassungsgrundlage erklärt. Das heißt, man kann nicht Mitglied der Europäischen Union sein, wenn man nicht die Menschenrechtserklärung unterschrieben hat. Und man kann in Europa kein Gesetz machen, das in Widerspruch zur Erklärung der Menschenrechte steht. Und das ist im Grunde eigentlich eine politische Revolution. Ja? Und das muss man jetzt zum Beispiel auch der heutigen österreichischen Bundesregierung sagen, die ja dieses Unwort geprägt hat, in Gestalt des Innenministers, der gesagt hat, wir müssen die Menschenrechte einmal evaluieren. Muss ich vorstellen. Und wenn Menschen, wenn sie Wähler kennen, die dazu nicken, dann müssen sie ihnen schon sagen, wenn sie die Menschenrechte in Frage stellen, sind sie auch für sie selbst in Frage gestellt. Ja? Und den möchte ich sehen, der das will. Zur Systemfrage noch und zum
Kampf um die Stärkung des Europäischen Parlaments. Es ist vollkommen richtig, was Werner gesagt hat, dass der Lissabon-Vertrag, der hat so seine Tücken gehabt. Also ich bezeichne den Lissabon-Vertrag eigentlich als einen fast schon Sündenfall in der europäischen Entwicklung. Warum? Damals wurden erstens neoliberale Wirtschaftsverpflichtungen sozusagen hineingeschrieben, was ja Unsinn ist in einem Verfassungsvertrag, weil Verfassungsvertrag kann Werte definieren oder gemeinsame Absichten, aber nicht inhaltlich, wie man dann zu den dazu kommt. Ja? Also es hat zum Beispiel eine bestimmte Wirtschaftspolitik, hat nichts in einer Verfassung zu suchen, weil wenn die Wirtschaftspolitik scheitert, ist jeder andere Versuch, Wirtschaftspolitik zu machen, verfassungswidrig. Das ist ja vollkommener Unsinn. Aber das noch größere Problem des Lissabon-Vertrags war, dass zwar einerseits die Aufwertung des Parlaments in die Auslage gestellt wurde, aber dahinter die Macht des Rates eigentlich gestärkt wurde, die Macht des Rats, und die Bedeutung der Kommission beschnitten wurde. Und das ist auch einer der Gründe für die europäischen Krisen heute. Der Rat der Staats- und Regierungschefs hat jetzt im Grunde die letzte Entscheidungshoheit. Es kann in Europa nichts gesetzt werden, wenn der Rat nicht zugestimmt hat. Ja? Und das ist sehr, sehr problematisch, weil in der Regel das auf der Basis der Einstimmigkeit passieren muss und irgendein Mitgliedstaat, und wenn es auch nur Österreich ist, aber Österreich ist ja gar nicht alleine, sondern es ist meistens mit Ungarn und Polen, ein Veto einlegt, ist das gestorben. Jetzt wissen wir, also wer sich zum Beispiel ein bisschen beschäftigt mit dem Spiel der Institutionen in Brüssel und ein bisschen Einblick hat, der weiß, es gibt sehr, sehr oft Situationen, da bittet das Parlament die Kommission, eine Richtlinie oder einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Sie haben ja selbst kein Initiativrecht, das hat die Kommission. Aber das Parlament kann die Kommission bitten oder beauftragen, arbeitet eine Vorlage aus. Und dann kann es sogar sein, dass ganz klar ist, für diese Vorlage gäbe es im Parlament eine Mehrheit. Aber es kommt nie zur Abstimmung, weil es nicht durch den Rat durchgeht. Weil da sitzt dann zum Beispiel der Herr Kanzler Kurz und sagt, das wollen wir nicht, das widerspricht den österreichischen Interessen, den nationalen Interessen Österreichs, auch wenn er nicht erklären kann, was das genau ist. Aber der Rat blockiert auf diese Weise den europäischen demokratischen Prozess und behauptet dabei zynisch, dass sie selbst ja nur die einzige Institution ist, die wirklich demokratisch legitimiert ist, weil die Staats- und Regierungschefs sind ja alle in Mitgliedstaaten gewählt. Aber da haben wir auch wieder den Grundwiderspruch zwischen der nachnationalen Entwicklung und der Renationalisierung. Erstens im Rat, ja, der Wagenburg der Verteidigung nationaler Interessen. Und im Hinblick aufs Parlament, wir wählen eine gesamteuropäische Volksvertretung und können es aber nur auf der Basis nationaler Listen machen. Und das ist ja auch der Grund, warum außer den Grünen alle anderen Parteien versprechen, sie werden eine starke Stimme Österreichs im Europäischen Parlament sein, was eine vollkommene Verkennung der Funktion des Europäischen Parlaments darstellt. Weil das Europäische Parlament ist kein Club nationaler Interessensvertreter, sondern die gesamteuropäische Volksvertretung, deren Aufgabe es ist, Gesetze für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger zu machen und nicht Gesetze, die dem einen Land mehr nützen und dem anderen Land weniger nützen und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass Abgeordnete im Europäischen Parlament, die ihr Engagement ernst meinen, das tun, was die engagierten Parlamentarier in den letzten 20, 25 Jahren ja mit eigentlich zum Teil großen Erfolg gemacht haben, nämlich die Bedeutung des Parlaments steigern,
das Gewicht des Parlaments steigern, immer mehr Freiheiten und Kompetenzen für das Parlament erobern. Da ist schon in den letzten 20 Jahren sehr viel passiert, aber es ist im Sinne eines wirklich entfalteten Parlamentarismus noch kein wirklich komplettes europäisches Parlament. Aber das Parlament muss versuchen, auch irgendwie die Macht des Rats wieder zurückzudrängen. Und dann nur in Klammer, damit das auch endlich einmal gesagt wird, weil ich das so oft höre bei Wahlveranstaltungen, das habe ich unlängst den Wilimski wieder im Fernsehen gesehen, wo wieder gesagt hat, das mit der Kommission, die Herren von der Kommission, die gehören zurückgestutzt, die Kommission ist viel zu groß, die gehört verkleinert, 2000 gehören entlassen und die Kommission, die reguliert in unser Leben hinein und ist überhaupt nicht demokratisch gewählt. Es ist witzig, dass sich der Wilimski an dieser Stelle eigentlich als Maoist erweist, weil in der Kommission sitzen Beamte, das ist ein Verwaltungsapparat. Und der einzige Moment in der Geschichte der Menschheit, wo Beamte gewählt wurden, das war in China während der Kulturrevolution. Also ich weiß nicht, warum man Beamte wählen soll. Also es ist ja vollkommener Unsinn, dieses dauernde, die Kommission ist nicht demokratisch legitimiert. Die Kommission hat 30.000 Beamte, ja, zur Verwaltung eines ganzen Kontinents. 30.000 zur Verwaltung eines Kontinents. Die Stadt Wien hat zur Verwaltung der Stadt Wien mehr Beamte. Nur damit es auch einmal klar ist. Ja. Und die österreichische Regierung hat jetzt gerade neue Verwaltungsebenen in den Ministerien eingezogen, zusätzliche Beamte eingestellt, die alle Parteigänger sind, also von diesen Burschenschaften und so weiter. Die sind meiner Meinung nach auch nicht demokratisch legitimiert, aber vor allem, wenn er Beamte entlassen will, dann soll er gleich einmal die wieder entlassen in den Ministerien. Robert hat gerade angesprochen, die Erklärung der Menschenrechte als sozusagen Grundlage der europäischen Verfassung. Er nannte es eine Art politische Revolution. Werner, an dich meine Frage, ist das nicht mehr ein Papiertiger, wenn ich mir anschaue, die politischen Eliten Osteuropas, wo klar ist, die marschieren ganz ordentlich in eine autoritäre Richtung in puncto unabhängige Gerichtsbarkeit, siehe Polen, Pressefreiheit, Freiheit der Wissenschaft, siehe Ungarn. Da ist der Boden des liberalen Rechtsstaats eigentlich schon deutlich verlassen. Müssen oder sollen wir uns auf ein Europa einstellen, in dem ein Teil der Mitgliedstaaten eben aus sogenannten gelenkten Demokratien besteht? Naja, wir sind ja schon dabei sozusagen. Also da müssen wir uns nicht dran gewöhnen, da müssen wir dagegen auftreten. Aber fürs Einstellen ist spät, ja? Das passiert ja vor unseren Augen. Und gut, Polen ist natürlich, was gerade die Verfassungsfrage betrifft, herausragend, weil die greifen schon hin, wer da wie Richter wird und dieses alles. Also so. Ich will aber bei einem bleiben, vielleicht bei Ungarn. Eine wesentliche Freiheit, gerade in den moderneren Demokratien, ist ja das, was man Presse- und Meinungsfreiheit nennt, und das ist massiv eingeschränkt. Wir sehen ja das in den Wahlkämpfen schon dort, jetzt schon, ja, bei diesen Diskussionen, die ich da jetzt eben auch mitmache, und oft genug auch Wilimski, dann, gut, dem ist sowieso alles wurscht, aber dann stellt sich das dann halt auch immer raus, ja, aber die wurden ja gewählt. Naja, Moment, selbst bei den letzten Wahlen oder bei denen jetzt, das ist ja jetzt schon die Situation, dass das in dem Verständnis, wie man das idealtypisch hätte, dann schauen wir, wie es bei uns weitergeht im Übrigen, dass ja mit Freien, das ist also die freien Wahlen schon gefährdet, ja. Ich meine, der hat ja das zum Teil eh schon eingelöst, was er mit seiner illiberalen und dann aber nur mehr Gänsefüßchen-Demokratie meint. Also, die Grenzen sind da fließend, da ist schon was ins Rutschen gekommen
Und was diese Freiheiten oder diese Art von Verfassungsfragen betrifft, die eben moderne Demokratien ausmachen, es geht aber auch noch schiercher und tiefer, das war der erste Teil der Frage, was die Menschenrechte betrifft, die sind ja individuell adressiert und natürlich muss die Gemeinschaft die sicherstellen, das ist ja die Idee und das ist ja die Errungenschaft dieses europäischen Einigungswerkes, dass ja diese allgemeine Erklärung dort im Wesentlichen und die meisten haben sie dann auch mal ein Bestandteil geworden ist und das ist ja in diesem Manifest, das ihr da verfasst habt, wieder darauf Bezug genommen, nicht? Dass man das ja quasi vertiefen und rüberretten soll. Die anderen Fragen richten sich an die Zukunft, völlig zu Recht, weil sogar das sind Gefahr. Nichts ist mehr heilig, adressiert an die Scheinheiligen, ja, die eine neue Modefarbe haben, die ist nämlich Türkis. Und das ist ja nicht zufällig, dass der Orban in Wahrheit immer noch ein Haberer vom Kurz ist und vice versa. Ja, lassen wir uns nicht täuschen. Aber da geht es ja noch schiercher zu, hatte ich gesagt. Und da greife ich den Faden wieder auf. Ist ja schon länger beobachtbar, die Roma-Verfolgung in Ungarn, die wird ja zum Teil, ich will jetzt nicht sagen, staatlich angeheizt. Also da verbrenne ich mich nicht. Das weiß ich auch nicht und das stelle ich mir auch gar nicht so vor. Aber es war in der Hochphase der Jobbik und so, war das durchaus nicht mit allen staatlichen Mitteln bekämpft, dass die Roma-Jagden veranstaltet haben. Ja, wo leben wir denn? Und die sollen beitreten? Die, sage ich jetzt. Ne? Da geht es ja nicht gegen alle Ungarn. Dieses europäische Einigungswerk mit diesen Verpflichtungen, die beitretenden Staaten ja eingehen, die könnten wir so interpretieren, dass in gewisser Weise die Ungarn ja jetzt schon europäische Bürger sind. Das ist ja auch, selbst wenn die Mehrheit was anderes gewählt hatte, Klammer auf, unter welchen Umständen, Klammer zu, ja, das ist ja auch, und zur Demokratie gehört ja auch Minderheitenschutz und dieses alles, das sind ja jetzt schon europäische Bürger, ja, in gewisser Weise, das sind ja fließende Prozesse. Und jetzt rennt es aber zurück, jetzt rennt uns das aus. Und da erkennen tust du es daran, ja? Oder Salvini, wenn wir gerade bei den Roma sind, in Italien, der ist doch am Anfang seines Wirkens hergegangen als Innenminister und wollte die wirklich registrieren. Und zwar welche, wo man weiß, das sind, obwohl sie Europäer, in der Regel Bürger Europäer jetzt schon Mitgliedstaaten sind. Und dann auch noch welche, die so ausschauen wie Roma. Das ist ja, ich glaube, das kriegt das nicht in die Reihe und die schieße in meinen Fernseher rein, ja? Trotz meiner Gewaltfreiheit. Das ist ja alles nicht hinnehmbar. Wozu würde man das dann machen? Das ist dann eh gestoppt worden. Aber der hat das ernsthaft hinausgeblasen. Ja? Der war ja schon Innenminister, Roma-Registrierung. Und in Ungarn haben sie die Dinge laufen lassen, ja? bis halt wirklich ein paar zu Tode gekommen sind. Dann ist es wieder besser geworden in gewisser Weise. Aber was da dazu passt, ist ja, dass diese Fidesz, jetzt die Orban-Partei, dass die ja programmatisch oder zumindest verbal, also ich muss zugeben, das Programm nicht gelesen, aber der Orban als Parteiführer zunächst immer so aufgetreten ist, dass er durchaus antisemitische Züge gehabt, wie die dort als Partei schon herumgeredet haben. Mittlerweile besteht ja die Gefahr, und dann sehen wir, wo wir uns hinbegeben, ja, wenn sich nämlich Ungarn in dieser Verfasstheitsfrage so weiterentwickelt, dann kann ja Antisemitismus ja irgendwann auch zur Staatsdoktrin werden, nicht nur Parteidoktrin sein. Also ich halte momentan vieles für möglich, und da muss sozusagen diese europäische Einigung, wie sie bis jetzt war, und immerhin haben wir es juristisch ja hergebracht zumindest, dass diese Menschenrechtsfragen eingelassen sind dort, dass die aber eben auch offen in Gefahr sind. Und deshalb ist es ja nur richtig und wichtig, dass die Union ja eh auftritt gegen Ungarn, aber da sind ja die Sanktionsverfahren eigentlich. Die sind jetzt Clubmitglied und wollen sie aber an nichts halten. Und jetzt sage ich nicht, weil das wäre das Modell Vereinigte Staaten von Europa, nur weil ihr als Ungarn und Staatengebilde Clubmitglied seid, müsst ihr euch jetzt so dran halten. Nein, es geht andersherum. Es geht auch um den Schutz der ungarischen Bürgerinnen und Bürger vor den Übergriffen ihres eigenen Staats. Deshalb sind die in der Union. Und wenn andere regieren und nicht der Orban, die sich auch vergreifen, dann ist das auch immer noch ein Recht der Ungarn. Das ist doch die große Idee, wo es noch verstärkt hingehen soll, weil da würde man schon erkennen den Wert dieser europäischen Bürgerschaft. Ja? Immerhin hat die Union diese Verfahren eingeleitet, aber diese Sanktionen sind natürlich nicht sehr stark, letztes Argument, weil ja der Club der Bösen, sage ich es einmal vereinfacht,
sie ja noch gegenseitig stützen kann. Ja? Die machen ein Abkommen mit Polen, Polen hat dort ein Problem, die haben da ein Problem, dann herrscht eh wieder so etwas Ähnliches wie Einstimmigkeit. Ja, dann geht halt auch nichts weiter. Und da wird man dann im Übrigen, das ist jetzt primitiver Pragmatismus, aber manchmal muss man den ja haben, realpolitisch, um was durchzusetzen. Nach gar nicht so langem Nachdenken bin ich schon dahinter gekommen und denke, dass man bis hin zu finanziellen Sanktionen denken muss, aber was Ungarn betrifft, wenn sie sich so aufführen. Aber auch hier wieder, es geht ja um die Flüchtlingsfragen auch neu. Ja? Ich meine, es gibt einen Wertekanon und der hat auch in den Menschenrechten Platz gegriffen und dass die sagen, wir nehmen überhaupt keine Flüchtlinge, ihr kennt es uns und wir sind die wirklichen Europäer, weil alle anderen wollen das Vaterland islamisieren oder den ganzen Schwachsinn, dann ist das ja auch was, was da nicht mehr einer passt. Aber das muss ja, das verletzt sozusagen die Menschenrechte vielleicht an potenziellen Flüchtlingen da oder dort, das tun sie ja auch, aber nicht unbedingt an der ungarischen Bürgerin. Aber auch das ist nicht hinnehmbar. Es gibt für mich also mehrere Gründe, das zu sanktionieren und die sollten durchaus auch finanziell sein. Ungarn ist dieses Land, also jetzt ist dieser quasi primitive Pragmatismus am Werk, aber sonst kommst du ja auch nicht weiter auf der Welt, ist das Land, das die meisten Förderungen, mit Abstand sogar, Ungarn und Polen ausgerechnet, die meisten Förderungen der Union kriegen. Absurd im Prinzip. Im Übrigen ist das ein kleptokratisches Regime und Veranstaltung dort, da werden wir eh noch einiges aufdecken. Es geht um Umgebung vom Orban, von seinen Havara relativ viel, und zwar nicht in Millionen, sondern in Milliardenhöhe, geht da in bestimmte seltsame Firmengründungen. Aber das ist eine andere Frage. Aber ich würde, und jetzt kommen wir noch abschließend zu dem Punkt, okay, diese finanziellen Sanktionen könnten ja so ausschauen, das ist natürlich im Unionsrecht noch nicht drinnen jetzt, aber dass wir es kriegen könnten, dass bestimmte Kommunen, wo es anders läuft, oder auch die Zivilgesellschaft, die sich da irgendwas vornehmen, dass die von diesen Geldströmen nicht abgeschnitten sind. Aber das, was sozusagen einmal in den Zentralstaat geht, denn dann, wo ja nur mehr die Fidesz-Partei drinnen sitzt, das schon, also so viel Ausflug am Schluss in den Pragmatismus. Aber eben, weil es darum geht, mittlerweile ja nicht nur die Menschenrechte für, sozusagen für die Zukunft verstärkt auszurollen, sondern weil sie in der Gegenwart schon offen angegriffen werden. Deshalb nämlich. Okay. Ich würde vorschlagen, wir holen schon langsam das Publikum rein. Die Luft wird dünn und ihr werdet müde, sonst gelingt uns das nicht mehr. Wir haben für euch ein Mikrofon vorbereitet und ich habe für euch eine besondere Aufgabe. Ihr müsst das schaffen, was das Podium nicht schafft. Ihr müsst euch kurz fassen. Wenn du ganz kurz zu mir nach vorne kommst, ich muss jetzt die Leute, die in der Mitte sitzen, ihr müsst euch kurz dünn machen, damit der Mikromann vorbeikommt. Und der Mann mit der rot-grünen Weste hier in der Mitte ist unsere erste Wortmeldung. Ja? Bitte wirklich nur 2, 3 Sätze, sonst sprengt das den Rahmen. Danke. Ich bin also ein Wähler, der sich noch nicht entschieden hat, wem er wählen wird, am 26. Mai. Jetzt hat aber der Herr Menasse so viele gescheite Sachen heute gesagt, deswegen wollte ich fragen, haben Sie eine Wahlempfehlung für mich? Ich möchte es einmal vorsichtig so formulieren. Ich unterstütze vom Herzen die Partei, die für Europäische Republik eintritt und für die Weiterentwicklung der Europäischen Union zu einer Sozial- und Fiskalunion. Zu einer Sozialunion, weil eine Friedensunion keine Friedensunion ist, wenn sie nicht sozialen Frieden und soziale Gerechtigkeit produzieren kann. Und einer Fiskalunion, weil das die einzige Möglichkeit ist, denn auch die Sozialsysteme auf gemeinsame Level zu bringen in Europa und die großen multinationalen Konzerne dazu bringen kann, Steuern zu zahlen, was ein einzelner Nationalstaat nicht mehr schafft. Die EU kann das, aber sie muss ein eigenes Budget generieren können. Das ist übrigens eines der großen Versäumnisse der letzten Legislaturperiode gewesen, die damit begonnen hat, dass man sich geeinigt hat auf eine Finanztransaktionssteuer und dann ist auf den Druck des Rats
dieser Beschluss des Parlaments wieder blockiert worden und aufgehoben worden. Also die Finanztransaktionssteuer wurde wieder ausgesetzt. Das hätte nicht einem einzigen Europäer, einer einzigen Europäerin auch nur einen Euro irgendwie gekostet. Da ging wirklich nur Finanztransaktion, die da rennen Millionen und Milliarden Finanzströme hin und her. Und man hätte gemacht 0,002% Finanztransaktionssteuer. Also wenn dann der Finanzmarkt zusammenbricht wegen dem, dann kann eh irgendwas nicht stimmen. Ja? Aber andererseits hätte die Europäische Union also zig Milliarden Euro Budget generieren können, um es einzusetzen, eben zum Beispiel für europäische Arbeitslosenversicherung etc. Wenn Sie mich nach einer Wahlempfehlung gefragt haben, sage ich Ihnen noch eines. Ich habe in meinen Jahren in Brüssel auch wirklich sehr viele Abgeordnete des Europäischen Parlaments persönlich kennengelernt. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe außer bei den Faschisten eigentlich in jeder Parteienfamilie und in jeder Fraktion sehr anständige, intelligente und engagierte Abgeordnete kennengelernt. Ja. Aber in der Regel waren sie alle dann mehrfach gebrochen oder gefesselt aufgrund eben der ideologischen Zwänge ihrer Parteifamilie. Denken Sie zum Beispiel an den armen Ottmar Karas, der ja wirklich also ein unfassbar engagierter, glühender Abgeordneter ist, ja, mit zum Teil auch sehr guten und richtigen Ideen, aber dann doch das Ganze lieber wieder ein bisschen zurücksteckt und subsumiert die hanebüchernen Parolen, die das Gegenteil aussagen von seinem Parteiobmann und seinem Kanzler zum Beispiel oder der Listenzweite, die ja auch nichts mit dem anfangen kann, wofür der Karas offenbar oder scheinbar einsteht. Das heißt, ich habe wirklich bei vielen Fraktionen wirklich sehr anständig, intelligente, engagierte Menschen kennengelernt. Aber die einzige Fraktion, die mir als Fraktion sowas wie ein Gefühl der politischen Heimat in Europa vermittelt, war die grüne Fraktion. Das sage ich nicht, weil der Kogler da sitzt oder weil ich da in diesem Raum mit Ihnen sitze, sondern das ist wirklich so. Ich habe eine ganze Reihe grüner Abgeordneter aus ganz Europa kennengelernt und das sind alles Europapolitiker, sind die für mich über jeden Zweifel erhaben. Die wissen, worum es geht, die engagieren sich, sie reden nicht in Phrasen, wenn sie was gefragt werden, wo man kann mit ihnen alles diskutieren. Und das kann ich über andere nicht so vorbehaltlos sagen. Also vielleicht können Sie damit was anfangen. So, der erste Fragesteller hat die Aufgabe wunderbar erfüllt, kurz und knackig, ganz toll. Robert, übt das noch ein bisschen? Da hinten in der letzten Reihe habe ich noch eine Wortmeldung. Also als ein leidenschaftliches Mitglied vom Unterstützungskomitee hätte ich jetzt folgende Frage. Wie kann man zum Beispiel dieses Wohlstandsgefälle, das ja ganz stark in der Europäischen Union noch weiterhin vorhanden ist, am pragmatischsten lösen? Danke. Ich würde vorschlagen, wir nehmen noch zwei Fragen mit und gehen dann zurück aufs Podium, sonst schafft man nicht, wer sich meldet. Praktikabel wäre, die Person da hinten noch mitzunehmen. Vielleicht reicht sie das Mikro so weiter, dass ihr... Genau. Ebenfalls bitte kurz und knackig. Ich habe eine Frage an beide am Podium. Wir haben in den letzten zwei Jahren erlebt, wie in Spanien, in Katalonien ein Bürgerkrieg ausbricht und wie kann Europa das verhindern? Was kann man da machen? Es kann nicht sein, dass man da einfach nur so zuschaut und nichts tut. Vielen Dank. Kurze Frage, wünscht eine Frau das Wort? Genau. Na, aktuell nicht? Okay. Anderen, gibt es da eine? Gut, dann nehmen wir die noch mit und dann gehen wir zurück aufs Podium.
Ja? Meine Frage wäre die, recht aktuell, Macron hat das Renaissance-Bündnis angekündigt für Europa, aus einer sehr libertären Mitte raus, und da würde mich interessieren, wie die österreichischen Grünen genau halt dem gegenüberstehen. Also es ist ganz aktuell, man hat bisher auf europäischer Ebene noch nichts von den europäischen Grünen dazu gehört, und ja, würde mich interessieren. Okay, vielen Dank. Wir machen jetzt zwei Antworten auf dem Podium, gehen dann in einer letzten Runde nochmal ins Publikum und dann brauchen wir Sauerstoff. Werner, fangst du an? Ja, bleibt letztes zuerst, Macron. Na, er hat vor allem, also es ist einmal neu, was er da am Wochenende gemacht hat, dass er jetzt doch Richtung ALDE, also das sind quasi die Liberalen, adressiert hat. Vor zwei Monaten hat er den Gedanken schon gehabt, eigentlich länger, und vor zwei Monaten ist er ein bisschen verworfen gehabt mit dem suffisanten Hinweis, dass nämlich gerade die Liberalen, und dank Transparenz im EU-Parlament geht es ja, die liberale Fraktion ständig nämlich, quasi aus Brauchtum, Großspenden von Großkonzernen annimmt. Also diese ganzen digitalen, aber momentan besonders interessanter war, oder damals vor allem Bayer-Monsanto. So, da hat er gesagt, na, jetzt doch nicht. Was ihn treibt, genau weiß ich nicht. Ich weiß nur von Herbst noch, was der Danny Cohn-Bendit, der ja da recht eng war, gedacht hat, ich will das jetzt alles nicht ausrollen. Nur aktuell vom Spitzenkandidaten, vom Co-Spitzenkandidaten der Europäischen Grünen, dem Niederländer Bas Eickhout, kenne ich ja seine öffentlichen Stellungnahmen und was er mit mir geredet hat, die unterstützen uns ja Gott sei Dank und sind auch immer mal in Wien, dass dort schon ein Problem ist, wenn sowas kommt, und das zeichnet sich aus, wer ja die Grünen adressiert, was ich jetzt mitgekriegt habe, der Macron, dass das schon problematisch ist, genau aus diesen sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen und Überlegungen heraus, weil das einfach andere Konzepte sind, die er da mit den Liberalen verfolgen würde, und der tendiert ja selber ein bisschen in die Richtung. Das ist, was ich dort gehört habe. Von den deutschen Grünen, die hat er nämlich unmittelbar, die Überlegung war nochmal anders. Frankreich und Deutschland müssen speziell sozusagen aus historischen Gründen wieder, das ist ein sympathischerer Gedanke an sich, da zusammenkommen, stärker, und er adressiert in Deutschland nicht als erstes die Sozialdemokratie, sondern die Grünen, weil die halt gerade mal zumindest umfragetechnisch, aber auch bei manchen Wahlen tatsächlich stärker waren, jetzt schon auf Bundesländerebene als die Sozialdemokraten, und da weiß ich vom Robert Habeck, der überhaupt erst da vor zwei, drei Wochen da war, dass er das schon erwartet hat und dass sie dem unmittelbar nicht näher treten werden, sondern wirklich schauen, wie sie die Fraktionsbildungen entwickeln. Und entlang genau dieser Fragen bei der Ökologie, interessant ist nur das geringere Problem, außer bei der Atomkraft dort natürlich, das hängt aber an der französischen Energiepolitik und was die dort wieder vertreten, aber eigentlich sind es wieder die sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen. Und für uns, für die künftige Fraktion, steht ja jetzt schon fest, wenn es mehr keine eindeutige Mehrheit zwischen Sozialdemokraten und Konservativen gibt, dann werden wir unsere Waagschale ins Gewicht werfen. Und genau so denken die ja auch. Das hat ja den Sinn, Fraktionen zu bilden, dass man Einfluss auf die Kommissionsfindung nimmt dann. Und dort habe ich jetzt eigentlich den Eindruck oder ausgesprochenerweise mitgenommen, dass eben diese sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen voll mitgenommen werden. Und da müsste eigentlich entweder der Macron sich selber eine Spur ändern, aber mehr noch die Allianzpartner, die er jetzt gewählt hat. Weil den Unterschied in sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen zwischen Liberal und Grün, den kann man schon einmal auf Klavier spielen. Wenn man das kann, dann verneige ich mich. Ja? Also das sehe ich jetzt nicht so ohne weiteres kommen. Aber ich bin auch nicht jetzt im innersten Kreis. Ich sehe nur, das sind die Fragen, die sind nicht so leicht zu beantworten. Den einen Gedanken, Deutschland-Frankreich, finde ich sympathisch. Die deutschen Grünen sagen aber genau das, was der europäische Spitzenkandidat sagt, das wird in sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen sehr schwierig. Ende offen, ich glaube nicht, dass das was wird, persönliche Einschätzung. Weil das gerade erwähnt wurde, Wohlstandsgefälle, quasi soziale Fragen in der Union. Das Wohlstandsgefälle ist ja ein Vielfaches. Das Wohlstandsgefälle ist ja nicht nur zwischen Dänemark, Luxemburg, wo die höchsten Realeinkommen in der Union sind, denke ich, und Rumänien. Es ist ja auch innerhalb, weiß ich nicht, von Deutschland zum Beispiel, ist ja gar nicht so ein kleines Problem mehr dort. Innerhalb von Frankreich, Stichwort Gelbwesten. Innerhalb von Österreich.
Es ist nicht so. Von der Vermögensverteilung rede ich ja gar nicht. Ja, die geht immer weiter auseinander, noch mehr weiter auseinander. Aber die Erbschaftssteuern darf man nicht reden. Mittlerweile nicht einmal mehr mit den Ratten. So, das ist auch ein Gefälle. Das ist nicht nur ein europäisches Phänomen, sage ich nur dazu. Es wäre aber sinnvoll und hilfreich, sowas, und da sind wir eigentlich beim Hauptthema des Abends, wie eine Sozialunion und was man damit verbindet, zu generieren, weil dass man überhaupt einmal die Möglichkeit, Sozialunion würde ja zunächst nur heißen, nicht, dass überall alles ziemlich gleich ist, so wie da im Ergebnis sozusagen, wie hier gesagt wurde, kann ich mich auch anschließen, aber du musst jetzt erst einmal die Kompetenzlage verändern, weil das ist natürlich die große Gemeinheit gewesen, dass wir eine Wirtschafts- und Währungsunion haben, aber in den Fragen, wo man dann sozusagen noch Konkurrenz treiben kann und die Staaten aneinander sozusagen nicht ausweichen können. Bei der Steuergerechtigkeit ist es ja noch dramatischer. Da gibt es eine logische innere, quasi einen inneren Kompass, warum das nur nach unten gehen kann, dass sie die immer alle gegenseitig austricksen, solange Einstimmigkeit herrscht. Und bei der Sozialfrage ist es auch so, weil das, was dann Wettbewerb noch hast, das ist nämlich auch drinnen in dem Lissabon-Vertrag, der spielt sich dann halt nur dort ab. Und dann ist man, wenn man Betriebsansiedlungen will, um das so banale Beispiele zu bringen, halt oft öfter sieht man sich, oder gerade in den ärmeren Ländern dazu gezwungen, die Standards niedrig zu halten oder extra runterzugehen, weil zunächst die Ansiedlung gewisse Wertschöpfung in die Regionen bringt. Das ist ja einmal nicht falsch. Ja? Also, das heißt, die Sozialunion kann da einmal eine Vorkehrung schaffen, dass man überhaupt die Möglichkeit kriegt, bestimmte Mindeststandards einzulassen. Da bin ich sehr dafür. Dort, wo Gewerkschaften schwach sind, das ist ja leider auch eine Tragödie, in ganz Europa sind sie auch noch schwach, in einzelnen Ländern stärker, so wie in Österreich, dass wir dann auch mit Mindestlöhnen arbeiten. Diese Idee der Arbeitslosenversicherung hat viel wieder nicht mit Fachprogrammen jetzt langweilen, aber das würde alles helfen. Das setzt aber voraus, dass man sich ganz offensiv und bewusst im Sinn des Hauptthemas des Abends zu dieser Sozialunion auch bekennt, damit wir eben nicht nur eine Wirtschafts- und Währungsunion sind und nicht einmal gescheiter politische, wie wir vorher geredet haben. Ja, das war ja das Thema. Wäre ich sehr dafür. Und letzter Punkt, also Nationalisten, Regionalisten, was der Teufel was, also für mich sind ja die Katalonen dann halt Kleinnationalisten gegen die Großnationalisten. Was kann da Europa tun? Also ich war ja zu der Zeit, schon aus Fußballinteresse, aber auch aus kulturellen und auch noch öfter in Barcelona und immer wieder. Was mir aufgefallen ist und was ich vor allem stärker noch in den Medien verfolge, das ist schon komplett entglitten und auf diese Art und Weise ein Blödsinn. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Beide Seiten sind aus meiner Sicht überzogen. Aber was könnte die Union tun? Ja, bei mir, wie ich noch im Nationalrat war, sind tatsächlich Lobbyisten gesessen, die haben das echt Ehrenlobby, ich nenne sie so, ja, sozusagen von einem bestimmten Parteien in Katalonien, die mit mir darüber geredet haben, was das alles für ein Irrsinn ist und dass sie die jetzt wirklich abspalten und sie hoffen, dass die Union dann sagt, wir nehmen dann Katalonien auf. Die hatten das durchaus ernst gemeint, ja. Ich meine, was tust du mit sowas, das kannst du ja nur zurückweisen und vor welchem Hintergrund finde ich, nicht weil nicht Regionen interessant werden zukünftig als untere Gebilde gegenüber den jetzigen Staaten, die wir haben, sondern wenn sie nationalistisch motiviert sind, ja, das ist ja das Problem und auch vor dem Hintergrund, wir wirtschaften dort den Reichtum, müssen die anderen alimentieren und die wieder so und so, was die Union tun kann, finde ich, ist immer auf beide Seiten einzuwirken. Was die Zentralregierung betrifft, das war ja, da haben sie aber auch nur zugeschaut, finde ich, weil ja erst das Verhalten der Zentralregierung mit bis hin zur Polizeieinsätzen das erst so richtig angestachelt hat. Das ist ja sozusagen, wie wenn du einen Mediator brauchen würdest für solche Vorgänge. Die haben das aber auch ausgelassen. Und den Katalonen selber muss man, glaube ich, klipp und klar signalisieren, ihr kennt, wenn ihr die Geschichte, wenn zumindest wenn ihr die Geschichte so anlegt, mit diesen nationalistischen Untertönen, werdet ihr bei uns kein Gehör finden. Ja? Weil die sind ja nur immer formal zurückgewiesen worden aus Brüssel. Sie sind ja nicht mit dem Hinweis zurückgewiesen worden, dass es mittlerweile höhere Werte gibt, als dass man sagt, Katalonien, den Katalonen und Zentralspanier bleibt daheim oder tut's was wollt, dann mögen wir euch eh wieder. Das ist nicht europäisch. Dieser Mut hat aber auch nicht bestanden. Ja? Also eine endgültige Lösung habe ich für das nicht, außer alle runterfahren. Ja? Robert, ganz kurz, wenn es geht. Ja. Sie lachen schon. Ja. Erstens Wohlstandsgefälle. Da gibt es
eine ganze Reihe von Konzepten, die in der Kommission in Schubladen liegen oder ausgearbeitet sind, aber den Rat nicht passiert haben. Aber das Wichtigste wäre, dass man einmal dezidiert auch politischen Druck aufbaut, zum Beispiel auch im Parlament, im Hinblick auf die Entwicklung einer Sozial- und Fiskalunion. Das Wohlstandsgefälle hat ja im Wesentlichen damit zu tun, sowohl innerhalb, also zwischen europäischen Staaten und innerhalb europäischer Staaten. Es sind ja nicht alle im Norden reich und alle im Süden arm oder so. Das Gefälle ist also, also auch innerhalb der verschiedenen Mitgliedstaaten. Und man muss politischen Druck aufbauen im Hinblick auf die Entwicklung einer Sozial- und Fiskalunion. Das war der große Fehler, aber der natürlich also ganz bewusst und beabsichtigt begangen wurde, nämlich bei der Einführung des Euro darauf zu verzichten, dass man die gemeinsame Währung mit einer gemeinsamen Fiskalpolitik ausstattet. Das ist ja vollkommen verrückt. Ja. Also man macht eine gemeinsame Währung, hat aber keine gemeinsame Finanzpolitik, keine gemeinsame Fiskalpolitik. Und der Grund war der, dass die Interessensvertreter, vor allem also der großen Unternehmer, gesagt haben, solange das in der Souveränität der Mitgliedstaaten bleibt, können wir die Mitgliedstaaten gegeneinander ausspielen. Ja. Also der Herr Mateschitz geht zum Herrn Finanzminister, damals Grasser, glaube ich, war das damals, und sagt, schöner Mann, ich habe ein Problem. Ich habe so ein super Angebot aus Polen. Wenn ich meinen Betrieb dorthin übersiedle, zahle ich keine, welche Steuer war das, die er abgeschafft haben wollte? Er war bei der Zucker, er war bei einer speziellen Ausformung der Zuckerbesteuerung. Ja, es kam bei irgendeiner Steuer. Also das Gesöff besteht ja hauptsächlich aus Zucker. Die wollte nicht zahlen, und er hat gesagt, und die Polen, also da brauche ich es nicht zahlen. Und ich als Kaufmann mit Sorgfaltspflicht bin ja gezwungen, also im Interesse auch meiner Shareholder, ist die Hände gebunden, was soll ich denn machen? Ich muss, ich bin so ein Patron. Und Salzkammergut gut ist so schön. Und die Arbeitsplätze, ich hätte jetzt ja gerne erhalten. Da macht er gar nicht so, und die Steuer schafft man auch. Das ist, so funktioniert das. Und das machen die im Kreis mit allen Staaten. Wo fehlt das Geld dann nachher für die abgeschafften oder gedumpten Steuern? Das fehlt im Budget. Das heißt, es fehlt bei Gesundheitspolitik, bei Bildungspolitik, bei den Pensionen. Es fehlt dort überall. Und das ist dann der Grund, warum wir unseren Gürtel enger schnallen müssen. Ja? Und warum gespart werden muss. Ja, und warum auch diese Regierung wieder erklärt, keine neuen Steuern, alte tun wir verschwinden lassen und dann tun wir Kürzungen machen. Und wenn wir es nicht schaffen, den politischen Druck aufzubauen, dass wir sagen, wir haben einen gemeinsamen Markt, wir haben eine gemeinsame Währung, wir wollen auch ein gemeinsames Steuerrecht, wir wollen gemeinsame soziale Standards, ja, wenn wir das nicht schaffen, dann wird es nicht gelingen, diese Wohlstandsgefälle auszugleichen. Weil das ist ja auch innerhalb, denken Sie an Hartz IV, denken Sie jetzt an die neuen Gesetze in Österreich. Ja. Es werden ja nicht einfach die sozialen Standards angeglichen, nicht einmal innerhalb der Mitgliedstaaten, sondern sie werden ja noch weiter auseinandergetrieben. Es werden ja die Menschen noch mehr in Verarmung geschickt, um die Produktionsstückkosten halt, zu senken. Ne? So, Katalonien. Ist alles gesagt, nur noch nicht von allen, aber es ist auch sehr viel Unsinn geredet worden. Der größte Unsinn ist immer, dass man sagt, die Katalanen sind Nationalisten. Kaum, also wird über die Katalanen geredet, die sind furchtbare Nationalisten. Es gibt ein paar Verrückte und der Putschdemont gehört garantiert dazu, ja. Aber die 50, 55, 60% in Katalonien, die weg wollen aus Spanien, sind nicht in dem Sinn Nationalisten, die wollen regionale Souveränität. Ich habe mit Schriftstellerkollegen dort korrespondiert, die sagen mir, was wir wollen, ist Südtirol. Ja? Das Interessante ist mir bei dem Ganzen noch Folgendes. Wenn eine Region aus einer Nation raus will, dann ist zunächst einmal das kein Beweis dafür, dass jetzt schon in die Bergdörfer
depperte Nationalisten geworden sind, sondern es ist ein Beweis dafür, dass die Nation nicht funktioniert. Würde die Nation funktionieren, würde doch niemand aussehen wollen. So einfach ist das. Andererseits ist es eine Frage des Wordings. Menschen wollen jetzt zum Beispiel eine gewisse Autonomie, bestimmte Selbstbestimmungsrechte, die sie in der Nation nicht haben, in der postfaschistischen, post-franco-spanischen Nation. Ja? Wollen also Autonomie. Jetzt, wie nennen sie das? In den Köpfen der Menschen ist seit 100 Jahren drinnen, Nation ist ein Synonym für Selbstbestimmungsrecht der Menschen, die sich zu einer Nation zusammenfassen. Das ist falsch, ja? Es ist falsch, aber es ist die falsche Verwendung eines Begriffs, der für sie was anderes meint. Und es gibt Ihnen ein Beispiel ganz schnell, wo das ganz deutlich wird. Auch die Europapolitik in dieser Frage, wie verfehlt sie ist. Vielleicht können Sie sich erinnern an das Referendum in Schottland. Schottland wollte raus aus United Kingdom. Der damalige Kommissionspräsident Barroso hat auf Druck des Rats der nationalen Staats- und Regierungschefs den Schotten gedroht und hat ihnen gesagt, wenn ihr euch rausbrecht aus United Kingdom, seid ihr draußen aus der EU. Wir wissen mittlerweile aufgrund von Wahlforschung, dass das 12% der Menschen umgedreht hat. Das heißt, statt dem klaren Votum für raus aus United Kingdom gab es ein knappes Ergebnis für Remain, weil sie in der Union bleiben wollten. Die wollten nicht bei England bleiben, die wollten in der Union bleiben. Und die Nationalisten saßen in London. Und die Nationalisten haben in London dann das Referendum gemacht, mit dem sie rausgehen aus der Europäischen Union. Und die Schotten, die bei England geblieben sind, weil sie in der Union bleiben wollten, werden jetzt mitgerissen, ja, und sind auch draußen. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt noch ein Referendum kommt und die Schotten, also und dass Irland sich vereinigt und so weiter. Aber Sie sehen an diesem Beispiel, das sind keine Nationalisten, das waren die Europäer. Und ich habe mit Katalanen gesprochen, die in dieser Bewegung, nicht bei diesem Puigdemont Movimento, sondern aber bei dieser Unabhängigkeitsbewegung dabei waren und sich engagiert haben. Und die haben gesagt, kann denn in Europa niemand verstehen, dass wir lieber unsere Steuern nach Brüssel zahlen, als an die korrupte Bande in Madrid? Ich verstehe es. Ja, ich verstehe das. Und künftig wird Europa sowieso Regionen als Verwaltungseinheiten haben. Warum kann denn der Kommissionspräsident, dessen primäre Aufgabe es ist, den Interessen des Rats zu trotzen, ja, sagen, okay, wenn diese Region deutlich proeuropäisch ist und die Mehrzahl der Menschen das so will, dann nehmen wir sie mit dem Status einer Region in das künftige Europa der Regionen auf. Was ist denn da so schwer? Stattdessen haben sie zum Beispiel jetzt die Katalanen sinnlos radikalisiert, bis wirklich die Depperten am lautesten waren. Sie haben die Schotten betrogen. Ja? Sie betrügen die Korsen. Ja? Also das ist die falsche Politik. Aber woran ich erinnern wollte, ist im Wesentlichen nur dieser Satz, den muss man in der Diskussion immer unterbringen. Wenn wer raus will aus der Nation, ist er kein Trottel, sondern ein Beweis, dass die Nation nicht funktioniert. So. Das dritte war Macron, da sage ich nur einen Satz. Historisch war es wahnsinnig wichtig, also am Beginn des europäischen Einigungsprojekts die Aussöhnung Frankreich-Deutschland, deswegen auch dieses Tandem, das sich als Führer verstanden hat im Hinblick auf die Weiterentwicklung des europäischen Friedensprojekts. Ich finde, nach 60 Jahren sollte damit einmal Schluss sein, weil ich möchte auch daran erinnern, dass die Europäische Union unter anderem auch deshalb gegründet wurde, damit Deutschland nie wieder einen Führungsanspruch in Europa hat oder stellt. Aber auch kein anderer Nationalstaat. Ja, das heißt, es sollte nach 60, 70 Jahren schon mal klar sein, dass wir Europapolitik wollen, die nicht darin besteht, dass wir sagen, jetzt müssen wir wieder Daumen drücken,
dass die Achse Deutschland-Frankreich funktioniert und uns aus der Krise führt. Nein, wir müssen uns selbst aus der Krise bewegen, wir müssen Vorschläge machen, wir müssen politischen Druck aufbauen, wir müssen das Parlament stärken, wir müssen den Rat zurückstutzen, wir müssen Solidarität mit den engagierten Beamten in der Kommission zeigen und wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass es einen Sinn hat, diesen politischen Weg zu gehen. Aber ich will keine Führer in Europa. Okay, eine letzte Runde durchs Publikum und dann die Schlussrunde, bitte. Danke. Die Grünen haben ja diese Wahl auch zur Klimawahl ausgerufen. Hm. Vor, glaube ich, 2 Perioden haben die Grünen gesagt Green New Deal. Werner, du bist auch ein Mann der Wirtschaft. Kannst du das ungefähr beziffern, was so ein Green New Deal, so eine Klimaoffensive seitens Europa, was das sozusagen an Wirtschaftsleistung oder Zugkraft wirtschaftlich, oder überfordere ich dich jetzt damit, entschuldige. Aber ich glaube, dass man das auch irgendwo auch in den Mittelpunkt stellen sollte, was da für das Klima auch wirtschaftlich getan werden kann. Danke. Mhm, danke. Da drüben gab es noch eine Wortmeldung. Mikro kommt. Dankeschön. Wunderbar, danke. Die Frage geht raus an Herrn Menas. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie Südtirol angesprochen haben. Ich bin selbst Südtiroler. Näher ins Mikrofon. Ich fange nochmal an. Ich bin selbst Südtiroler, es hat mich sehr gefreut, dass Sie Südtirol angesprochen haben. Und meine Frage lautet jetzt konkret, wie Sie ja wissen, haben wir ein Problem mit der Identitätsfindung seit circa einigen Jahrzehnten. Und wie würden Sie den Südtiroler sagen, oder wie würden Sie den Südtiroler sagen, hat er die europäische Identität zu suchen? Ich habe einen entscheidenden Begriff nicht verstanden. Sie haben europäische Identität. Sie haben ein Problem mit? Mit der Identitätsfindung. Mit der Identität. Der Südtiroler Identität, die haben ein Problem? Ja, ich würde schon sagen. Also. Ich hab jetzt vor 30 Sekunden habe ich einen Südtiroler kennengelernt, der hat gesagt, ich bin Südtiroler. Das waren Sie. Was haben Sie für ein Problem? Das ist eine gute Antwort. Danke, das hat sich schön. Danke. Okay. Damit hat sich die Frage eingestellt. Ja. Aber ich kann Ihnen einen Satz noch ergänzend sagen, der ist wichtig für alle Nicht-Südtiroler und für die Wähler, die glauben, sie müssen nationale Interessensvertreter wählen. Südtirol ist nach Eurobarometer, ich glaube, die Region mit der größten Zufriedenheit im Schnitt der Bürgerinnen und Bürger und mit dem größten durchschnittlichen Wohlstand von allen europäischen Regionen. Und jetzt frage ich immer die Nationalisten, ob sie glauben, dass das die Folge der Tatsache ist, dass Südtirol Teil der italienischen Nation ist, oder ob sie glauben, dass es Folge der Tatsache ist, dass eine autonome Region in einem Kontext und in einem Netzwerk von Regionen ist. Und ich glaube, die Frage beantwortet sich von selbst. Ne? Okay. Damit hätten wir die Südtirol-Frage zumindest im Ansatz geklärt. Haben wir noch? Da hinten hätte ich noch. Weil die lustige Geschichte bei Region anfangen und aufhören. Na gut, dann machen wir 3. Bezirk trennt sich vom 11., der 8. von Wien, der Gemeindebau da drüben trennt sich jetzt vom 8. Also wie weit kann das gehen? Ja? Das ist die Frage. Also die Frage ist, ab wann ist meine Region? Wie weit geht die? Welche Zersplitterung? Wir reden jetzt von politischen Verwaltungseinheiten. Das haben wir ja heute auch. Niemand sagt die simple Tatsache, dass es zum Beispiel in Österreich politische Bezirke gibt. Ich bin im Waldviertel im politischen Bezirk Gmünd. Sagt da kein Mensch, um Gottes Willen, ich bin so dermaßen abgetrennt von Zwettl, ich kann das ja überhaupt nicht ertragen. Ja? Also wir reden von politischen Verwaltungseinheiten, aber der Vorteil von Regionen ist folgender. Regionen sind historisch gewachsene Kulturräume. Die kann man mehr oder weniger definieren. Da wird nichts abgespalten, sondern wird gesetzt auf auch das identitätsstiftende die identitätsstiftende Wirkung einfach eines Kulturraums. Und es waren die Nationen, die das vollkommen irrational zertrennt und zerschnitten haben mit politischen Grenzen. Denken Sie Südtirol. Ja? Tirol ist Tirol, ja? Auch wenn eine nationale Grenze da durchgeht.
Und die Regionen haben auch den Vorteil, die sind also erst einmal viel, viel älter als Nationen, sind historisch gewachsene, identitätsstiftende Kulturräume und haben alle ungefähr eine gleiche Größe. Ja? Und zwar eine meiner Meinung nach ideale Größe im Hinblick auf die politischen Partizipationsmöglichkeiten der Bürger, weil das ein überschaubarer Raum ist, ja? Wo man sich auch einbringen kann, wo man sich auskennt, und so weiter. Gleichzeitig sind die Regionen zu klein, als dass sie Egoismen ermöglichen würden. Weil keine Region kann jemals autark oder autonom oder irgendwas im strengen Sinn des Begriffs sein. Es geht allen gut, wenn es gemeinsam gut geht. Und das ist eine Zersplitterung, das ist einfach ein politisches Organisationsmodell auf der Basis von historisch gewachsenen Kulturräumen. Und die wurden auch von der Kommission bereits definiert. Also die Generaldirektion für Regionalförderung hat, weil im Lissabon-Vertrag das Europa der Regionen als Zukunftsperspektive festgeschrieben ist, begonnen, europäische Regionen einmal zu definieren. Und der Stand der Dinge ist, Europa hat circa 400 Regionen. Und im Hinblick auf eine künftige gesamteuropäische Volksvertretung würde das ungefähr dann so ausschauen, jede Region wählt 2 Abgeordnete ins Europäische Parlament, wären 800 Abgeordnete im Europäischen Parlament, das ist unwesentlich mehr als es jetzt ist. Ja. Jeder kennt seinen Abgeordneten, ja. Die Wahlbeteiligung wäre höher. Weil wissen Sie, was mir zum Beispiel Vorarlberger gesagt hat unlängst, das war interessant bei der Diskussion, der sagt, ich soll Abgeordnete ins Europäische Parlament wählen und fast alle sind Wiener. Warum soll ich einen Wiener als meinen Abgeordneten da in Bludenz ins Europäische Parlament wählen? Verstehen Sie? Ich meine, das hat viele Implikationen, all diese. Ich fürchte, wir hatten gerade einen Streit. Jetzt geht's wieder, wunderbar. Jetzt ist das Mikro wieder da. Mein Vorschlag wäre, wir haben noch eine Frage offen, das ist die nach dem Green New Deal und das ist eine wunderbare Überleitung zu einem Kernthema der Grünen und darum wäre mein Vorschlag, Werner, wir geben dir das Schlusswort, du beantwortest die Frage und eröffnest dann auch gleich Wein, Brot und Käsebuffet. Ja, Wein, und das ist hier überhaupt super, ja. die Klimawahl und Green New Deal, wie bringen wir das dann noch zu dem größeren Ganzen hin? In der Umweltfrage, zum Unterschied von der nicht existenten Sozialunion, da gibt es nämlich ein bisschen was, das finde ich ganz interessant, einmal hier einmal einzubringen. Auch wenn Energiepolitik und Verkehrspolitik ein bisschen was noch sehr viel in nationalen Kompetenzen ist, so ist es doch so, dass beispielsweise beim Wasser und einiges dort gemacht werden kann. Und das ist gar nicht schlecht, weil sonst wird das Dumping im Umweltbereich ähnlich durchschlagen wie im Sozialbereich, wo ja sozusagen das Böse gegenüber die reine Wirtschafts- und Währungsunion ist. Da haben wir sogar die Situation, finde ich, Österreich war ja, bevor wir bei der Union waren, in den 90er Jahren bis in beginnenden 2000er, ja Vorreiter in einigen Umweltfragen, nicht in allen, aber doch merkbar und da sind wir sukzessive zurückgefallen und Türkis-Blau putscht uns ja überhaupt zurück in Zwentendorf-Zeiten, im Prinzip nicht Umweltverträglichkeitsbewusstsein, was da alles gibt. So, und da stelle ich oft fest, dass es eigentlich die Anmahnungen der Kommission sind, also der Union, die Österreich wieder da sozusagen auf den Pfad bringen will. Da merkt man das Nützliche, aber man kann natürlich auch dort, unabhängig davon, dass wir dort die Kompetenzen nicht mehr alle einmal hinbringen müssen zur Union, dann doch die inhaltliche Politik natürlich noch wesentlich und radikaler, umweltfreundlicher gestalten. Für uns ist es momentan so in Österreich, dass es eben umgekehrt läuft. Und bei Klima, da wird ja öfter von den Gegnern jetzt eingewandt, von uns, von den Mitbewerbern sozusagen, naja, da ist eh keine Kompetenz dort. Damit wir nicht so stark durchkommen mit dem Thema, das ist ein Blödsinn, ja.
Weil alleine schon den Pariser Vertrag, den ich selber zuerst in seinen Möglichkeiten und Bedeutungen unterschätzt hatte, weil er nicht Maßnahmen, sondern nur Ziele vorgegeben worden, aber das brauchst du zuerst tatsächlich einmal, war es ja die Union, die das verhandelt hat und maßgeblich zu diesem Ziel gebracht hat, auch verhandlungstaktisch und technisch mit die 2 Grad, aber besser 1,5, einige von euch kennen das ja. Die Union selber ist sofort hergegangen und hat verpflichtet, vielleicht ist da eine Richtlinie dabei, die der Kurz abschaffen will, apropos 1000 Richtlinien oder Gesetze, wie er das nämlich nennt, dann auch Verordnungen, völlig Ding, das Parlament selber ist im Übrigen nur für 620 bis jetzt überhaupt verantwortlich in der ganzen Historie, die existieren. Wenn er 1000 abschaffen will, muss er schon 400 abschaffen, wo die Regierungen und er selber eh dauernd mitstimmen, wie gesagt wurde, das nur am Rande, ja. Aber die Union hat bei dieser Klimafrage sofort was übersetzt und verpflichtende Ziele, die aus einer völkerrechtlichen Vereinbarung kommen und deshalb für die Mitgliedstaaten, wenn die Union hergeht und diese weiter dekliniert, für uns völkerrechtlich verpflichtet sind in Österreich. Und siehe da, auch mit Sanktionen behaftet, und siehe da, Österreich ist gemessen an diesen Zielen der Letzte im Klimaschutz. Wir sind sozusagen in der Schmuddelecke, wie ich das immer nenne. Nicht, weil wir die höchsten CO2 pro Kopf Ausstöße hätten, aber dank unserer Topografie und Wasserkraft und so. Aber die Idee war ja immer, wer kann noch was beitragen? Und da gibt es eben diese Zielvorgaben und da sind wir die Letzten. Strafzahlungen drohen im Übrigen in der Höhe von 10 Milliarden Euro, auch wenn die Köstinger nur 6 zugeben will. Und das ist nicht unnützlich, finde ich, dass die Union da relativ forsch zu Werke geht. Jetzt sage ich, für Österreich ist das super, wenn wir da mehr Gas geben, weil wir haben ja keinen Klimaschutzplan, wir haben einen Klimaschutzloch und das absichtlich. Und wie wir das jetzt immer angehen, ist auch diese Fridays for Future-Bewegung, die finde ich auch eine Riesenfreiheit. Wir adressieren ja, wir kappern die nicht natürlich, aber wir haben natürlich eine Freiheit, weil die Themen sie wieder verschieben auch, finde ich. Und das ist ja nur, und die das relativ radikal angehen, nur nützlich und wichtig. Und die wehren sich dann ja immer dagegen, wenn die da als Schwänzer bezeichnet werden. Die haben ja recht, ja, weil wenn sie am Heldenplatz stehen, sitzen ihnen gegenüber ja die Schwänzer. Ja, auf der einen Seite des Ballhausplatzes beim Regierungssitz, dort sitzen die Schwänzer, die Verantwortungsschwänzer und die Unterlassungstäter. Das ist ja auch wahr, speziell in Österreich nämlich. Und so arbeiten wir hier, weil nur für den Wahlkampf was mitzunehmen, das ist meistens wichtiger wie das, was ein Green New Deal wirklich ist. Ja. Da hat die Julia Herr, die das ja auch macht, ja an sich nicht Unrecht und Ding, nur tun sie halt immer was anderes. Ja. Weil gerade die SPÖ ist bei jedem Großprojekt als erstes dabei, weil sie das nicht auflösen können, dass Umwelt und Wirtschaft und Arbeitsplätze zusammengedacht werden. Aber sei es drum, weil die hat ja den Begriff jetzt auch und da ist es soweit okay. Und die Idee dort ist ja mehrerlei. Also, dass man Geld schöpft oder herbringt oder Investitionen generiert, das jetzt nicht unmittelbar schon im Kreislauf ist, weil wir haben ja Krisen, gerade in Südeuropa, Jugendarbeitslosigkeit immer noch bei 50%, und auf die Art und Weise könnte man, und das war ja die Frage, die Wirtschaft auch ganz gut in Schwung bringen, aber immer natürlich für die richtigen Ziele, und vereinfacht gesagt ist ja das Instrumentenkoffer so durchdeklinierbar, weg mit den umweltschädlichen Subventionen, wir fahren jetzt nur im vielen Milliardenbereich in die Kohle rein, in ganz Europa, selbst in Österreich, immer noch in Dürrenrohr. Das ist pervers, finde ich. Ich musste das in Katowice als Erfolg hinnehmen von unserer Umweltministerin, die ja gerade den Vorsitz führt, in der Union, dass es jetzt nur mehr 10 bis 15 Milliarden Kohlesubventionen sind. Und das nur aus 15 Jahren und dafür nicht 20. Also da geht umweltschädliche Subventionen relativ rasch runter. Und ansonsten gilt hier die Investitionsfrage in das Richtige. Es gibt eine Reihe von Europa, da brauche ich gar nicht so viel Neues erfinden, eine Reihe von europäischen Fonds, die überhaupt nicht abschaffen oder sonst was, aber da sind 20% vielleicht, die haben irgendwas mit Klimaneutralität zu tun, 80% waren bis jetzt eigentlich immer das falsche Anheizend, im wahrsten Sinn des Wortes, und das kann man genau umdrehen. Das kann man genau umdrehen, finde ich, an einer Budgetperiode, und mittelfristig soll es überhaupt keine Investitionen mehr geben, die quasi in die Vergangenheit, in das Fossile zurückbetonieren, sondern in die Zukunft zu investieren. Und da liegen ja gewisse Chancen drinnen. Ja? Man fürchtet euch nicht. Da ist es nicht zu spät zur Umkehr. Da kann man rein, und jetzt rein ökonomisch gedacht, hat nichts mit der sozialen Frage zu tun, kann man natürlich für Wirtschaftsregionen in Europa
durchaus was haben, bevor wir nur Strafzahlungen haben, investieren wir lieber und haben einen Dreifacheffekt. Wir sparen uns die Strafzahlungen, wir tun natürlich was für Klima- und Umweltschutz, weil ja der Kontinent globaler Taktgeber werden könnte und sollte, eben mit der Wirtschaftskraft und der Innovationskraft, die da gerade noch da ist. Und das Dritte ist ja der Umwelt und dem Klima, und das ist das eigentliche Ziel, hilft es natürlich auch. Ich will aber da keine Dimensionen oder Zahlen nennen, die gehen, wenn man in der Jahresperiode würden die in die zig Milliarden gehen in ganz Europa und in der Budgetperiode für 7 Jahre in die hunderten Milliarden, sinnvollerweise, klingt viel, aber man muss es ja runterholen auf pro Kopf. In Österreich zum Beispiel ist das ökologische Steuerprogramm, was wir ökologisch-sozial zur Umschichtung vorschlagen, würde dazu führen, dass wir in der mittleren Ausbaustufe 1.500 Euro pro Kopf und Jahr umsteuern. Also das Böse belasten, das Gute entlasten, ihr kennt das. Ja? Und auch sozial abgefedert und sogar umverteilend von unten nach oben, von oben nach unten, indem man jeden den gleichen Betrag überweist auf sein Lohnsteuerkonto, und der das nicht hat, kriegt einen Transfer. Das hieß ja mal Öko-Bonus, sollte auch wieder so heißen. Also das ist alles 100-mal durchgerechnet, da braucht man sich bei uns keine Sorgen machen, wenn es so wäre. Wir wollen die Wahl aber auf der emotionalen Ebene antauchen, finde ich, weil der Green New Deal, der steht für mich. Ja? Und da haben wir eben Überschneidungen mit ein paar anderen, aber die wirkliche Geschichte momentan ist die Botschaft. Wer traut sich und wer geht denn wirklich rein? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dass man schon adressieren muss, dass welche immer davon reden, aber nie was tun. Ja? Immer nur plakatieren und inserieren, und wenn es darauf ankommt, biegen sie weg. Ja? Grün blinken, dreckig abbiegen. Das haben wir schon auch, und das läuft eben gerade bei diesen Auseinandersetzungen. Und das verbinden wir schon auch damit, wenn wir so eine Klimawahl, weil wir wollen ja Wahlmotive stiften auf dieser ökologischen Ecke. Aber zum Schluss und noch für das Thema heute, ich finde das für mittel- und langfristig das Wichtigere, Wertvollere und Zutreffendere. Und ich meine, dass man nur mit dem, was da implizit drinnen steckt in dieser Republik Europa, auch mit dieser Werteaufladung, dass nur sowas gegen diese bösartigen und schlimmen Entwicklungen von rechts hilft. Also deshalb haben ja wir, wirklich letztes, die Vision ja aufgeladen inhaltlich, weil nur abstrakt kommst du in der Wahl ja nicht durch. Wir haben einerseits die Republik Europa in dieser Verfasstheitsgeschichte, sie ist föderal. In der Endausbaustufe habe ich nichts dagegen, aber das ist wirklich eine noch längere Utopie, weil zuerst müssen wir uns mit den Mitgliedstaaten weiterhandeln, realpolitisch, aber dass das einmal in Regionen zerniert werden könnte, kann ich auch folgen. Aber wir brauchen untere Einheiten, das ist klar, aber in diesem Sinne föderale Republik. Und in der sozusagen inhaltlichen Navigation, so ist es immer eine ökologische, eine soziale und Friedensrepublik Europa sein. Und dafür treten wir an. Also vor dem Publikum darf man das schon sagen, woanders mobilisiert natürlich die Klimawahl mehr. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, diese ökologisch-soziale Friedensrepublik als Vision zu verfolgen. Das gibt schon Stoff und Turbo, glaube ich. Ich hoffe, ich kann so ein bisschen was mitnehmen. Und auf weiteren Pathos möchte ich dann verzichten.